Ding Dong, Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin der Wolf Baron und wir zocken momentan The Witcher 3 sowie Palworld auch. Verpasst keine weiteren Folgen, abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. So, für die Alteingesessenen, für die Neuzugestiegenen, fangen wir so mal, für die Neuzugestiegenen herzlich willkommen. Für die Alteingesessenen, Tag und wir sind wieder da. So, ich weiß, ein bisschen abgefuckte Intro, aber egal, ihr wisst ja, wie es läuft. So, in der letzten Folge waren wir in einer Höhle und haben auch dort unseren ersten Kompagnon bekommen, gefunden, geholt, den Folan. Und zusammen sind wir jetzt auf der Suche nach Hjalmar, beziehungsweise momentan sind wir dabei auf der Suche herauszufinden, was mit der Mannschaft von Hjalmar in den Höhlen zugestoßen ist. Wir sind hier reingelaufen, wo es dann doch ein paar Skelette gibt. So ein bisschen. Ein wenig. Nur ein paar. Es sind nicht viele, aber es sind genug. Okay. Alter, okay, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich bediene mich mal, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht allzu sehr. Ich meine, hier ist ja eh nicht mehr so viel, was das noch gebrauchen könnte. Wo ist denn Folan? Sollte der mir nicht eigentlich folgen? Ich muss gleich mal gucken, wo der ist. Nicht, dass der irgendwie... Ah, da ist er ja. Hallöchen. Weil der kann sterben und das ist doof. Was ist das denn? Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Guck dir mal diese Quadratlatschen an. Kleine. Noch eine Spur. Ey! Lässt du das wohl bleiben? Jetzt, Alter. Kennst du dich auf der Insel aus? Ich war noch nie hier. Sagen wir, ich habe den Clan Tordaroch nie sehr gemocht. Um ehrlich zu sein, wird er von niemandem auf Arzkellig wirklich gemocht. Okay. Deine Leute haben den Undwickern nach dem Angriff des Riesen geholfen. Du sagst, Arzgelliger mögen die Leute von Undwick nicht. Aber ihr habt ihnen nach dem Angriff des Riesen geholfen. Wenn du einen Ertrinkenden im Sturm rettest, fragst du doch nicht vorher, woher er kommt. Mag sein, aber deine Leute haben ihnen Unterkunft gewährt. Und ihr seid hier, um den Riesen zu töten. Aber natürlich. Undwick zurückzugewinnen ist der beste Weg, diese Leute von Arzgellig loszuwerden. Na gut. Ist dein Clan mit dem anderen Clan befreundet? Gibt es einen Clan, mit dem sich die Arzgelliger verstehen? Nun, bestimmt nicht mit den Brockwar-Feiglingen. Sie werden's nicht zugeben, aber vor 100 Jahren hat sich ihr Jarl vom Schlachtfeld zurückgezogen, nur weil der Gegner in Überzahl war. Und die Färöer sind alles Betrüger und Diebe, das weiß jedes Kind. Die Tyrsech von Arzgellig haben sich schon immer zu wichtig genommen. Aber der Clan von Lugos dem Irren, der ist in Ordnung. Komisch. Ich dachte, das wären eure ärgsten Feinde. Sind sie auch. Aber wir können die anderen Clans einfach nicht respektieren. Lass uns gehen. Naja, das war ja schon ganz interessant. Nur nicht das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber egal. Ich speichere noch ein paar Mal, weil ich bin mir nicht sicher. Ich will nicht, dass der verrecken tut. Das wird nämlich nicht gut kommen, wenn der stirbt. Aha. Okay, also der Riese ist da lang und diese kleinen Fußtapsen sind... Verzeihung. Die kleinen Fußtapsen sind da lang. Der Questmarker führt auch hier lang, also gehen wir mal hier lang. Ich muss nur diese Kreuzung merken, dass wir nachher nochmal wiederkommen. Das sind aber sehr, sehr betonte Schritte. Kann ich sogar... quasi fast ohne den Hexersinn sehen. Okay, nicht ganz. Vorher konnte ich ein bisschen, aber jetzt nicht mehr. Hier. Ja, okay, ich dachte, da kommen die Riesenfußstapfen wieder dazu, aber nicht... Das ist so ausschaut.
Ich höre aber auch keine Gegner. Was mir dann doch ein wenig zu denken gibt, weil ich nicht 100% sicher bin, dass hier wirklich nichts ist. Alter, Diamantstaub. Nice. Berliner Langschwert. Noch ein Diamantstaub. Alter Finne. Pechdraht. Wie gesagt, ich höre nichts. Keine Gegner, kein gar nichts. Und das glaube ich irgendwie nicht so wirklich, dass das stimmt. Mal gucken, wo wir uns... Aha, da wusste ich es doch. Jetzt hören wir wieder was. Raben. Ach, Sirenen. Okay. Scheiße. Alter. Mann. Hä? Warte mal, da ist doch jemand. Ich hab sie gleich erledigt. Live? Ja, haut zu! Alter! Da ist noch eine. Volan, alles gut? Komm mal runter da. Ja, ja, ja. Hier war die, das ist doch Blut. Das will ich noch schön. Der Riese kam den Berg runter, stürzte ins Dorf und hat das Tor von innen eingetreten. Okay. So. Das ist klar, warte mal. Komm mal runter von deinem hohen Ross da oben. So. Volan, ich dachte, du wärst tot. Wo bist du gewesen? Ceres ist nach Speaker Rogue. Allein. Aber du konntest ja nicht warten. Du musstest dich wegschleichen, als ob dir jemand den Riesen wegnehmen würde. Ceres. Sie hat also Anspruch auf den Thron angemeldet? Und du wärst lieber bei ihr? Ich hätte zumindest gern die Wahl gehabt. Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Doch, das ist Hjalmar. Okay. Du kennst mich? Du kennst mich? Unsere Barden singen Balladen über dich. Und mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt, als ich klein war. Ich erinnere mich gut. Man muss kein Hexer sein, um ein Held zu sein. Kaltes Wasser und eine salzige Brise sind der Zaubertrank der jungen Skellige. Die Ballade vom Hexer und der Zauberin? Das bist du? Ja. Okay. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Gute Frage. Haben uns durch einen Schwarm Sirenen bis hierher durchgekämpft. Nach dem Kampf auf dem See war nur noch eine Handvoll übrig. Gut, dass du da bist. Lives Wunden müssen versorgt werden. Diese dreckigen Schlampen haben ihn übel zugerichtet. Aber wäre alles glatt gelaufen, dann wäre die Ballade über unser heldenhaftes Abenteuer verdammt kurz geworden. Eher totgeweiht als heldenhaft. Nein, die Götter wollen nur wissen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Bald haben sie ihre Antwort. Nun. Dein Vater hat mich geschickt, um dich zu suchen. Ich muss noch einen Riesen besiegen. Danach komme ich nach Hause. Erst muss ich aber Life helfen. Life ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. Ich mag den nicht, Alter. Mag den gar nicht. Der ist ja... Beeilung! Kein Herumgetrödel! Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Der ist richtig widerlich. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Na wundervoll. Nee, der ist mir übelst unsympathisch.
so gehässig nicht, aber so keine Ahnung. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Nun. Nee. Wie gesagt, also. Das war der Eingang. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Hä? Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Okay. Das hat ja wirklich funktioniert. Warte mal ganz kurz. Obala! Hilfe. Verzeihung. Tränke. Stellt einen Teil der Vitalität sofort wieder her. Okay. Okay. Stellen wir das her. Ich wollte eigentlich, wenn du dich in Gefahr befindest, wird die Zeit kurz verlangsamt. Nee. Hexenblut fügt Vampire und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Nee. Ich brauche. Beschleunigte Vitalitätsregeneration. Ah, okay. Wo haben wir es denn? Irgendwo müsste es doch ein Trank geben, der einen Nachtsicht. Haben wir den schon gemacht? Katze. Ermöglicht das Sehen in völliger Dunkelheit. Haha, genau das wollte ich. Ja. So. Jetzt warte mal. Das ist Vitalitätsregeneration. Mit 20 von 100 Vergiftung und 20 Sekunden Wirkdauer. Der hier gibt 35% Vitalität zurück. Vielleicht ist der ja besser. So, und zwar haben wir erstmal uns eine Katzerin. So, gucke mal. Jetzt können wir die auch sehen. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Was uns wahrscheinlich nicht sehr viel bringen wird, weil wir. Ja. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Ich meine, da drin ist er theoretisch am sichersten. Hoffe ich mal. Aber wir sollten ihn schon befreien. Dass er abhauen kann. Scheiße. Wir sollten ihn befreien. Der Riese ist groß und gefährlich. Wir könnten eine Extraklinge gut gebrauchen. Auch wenn sie von einem Verrückten geschwungen wird? Das hab ich gehört, Angret! Lass mich sofort raus! Warte hier. Ich suche den Schlüssel. Wo ist denn... Scheiße. Oh, Junge. Alter.
bist du denn des Wahnsinns? Jetzt aber mal. Halleluja, Alter. Bam, Junge. Okay, Hilfe. Alter. Ich habe ja gesagt, wir sollten ihn befreien. Alter! Was? Nein! Oh, das wird ja richtig widerlich. Okay, jetzt probieren wir mal Tee. Oh ja, moin, Alter. Okay, alles klar. Lärchen. Hoppala. Feuer. Au. Okay, Feuer ist... Oh, Feuer ist richtig gut. Feuer ist... Vigi, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Ist nicht deine Schuld. Bei Vigi wusste man nie genau. Vielleicht hätte er sich sofort mit bloßen Fäusten auf den Riesen gestürzt. Und das wäre der Tod für uns alle gewesen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Alter! Willst du mich verarschen? Ich habe doch versucht, ihn rauszuretten. Wie gesagt, ich mag ihn nicht. Er hat's mir angeboten. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Alter. Ja, moin. Scheiße. Alter. 100 Kronen Genius Sense Monsterhirn Monsterauge. Was? Die List des Königs? Achso, okay. Ich hab's versucht. Wir haben es versucht, den Weg rauszuholen, aber. Schlüssel zu Vigis Käfig. Ach nee, Alter. Wir hätten den echt noch retten können. Ach, scheiße. Alter, aber komplett zerfetzt den Jungen. Oh Mann. Ich hab's versucht. Ich glaube, wir hätten schleichen müssen. Kacke. Okay. Na gut. Meditieren mal schnell ein Stündchen. Wieder alles auffüllt. Ach, okay. Na gut. Wir haben getan, was wir tun hätten, haben möchten, gern tun sollen. Wir haben es geschafft. Der Riese ist besiegt. Das ist auch schon mal ein ziemlich heftiges Ding. Ich glaube, die meinen die Sperrfischküste. Ich weiß jetzt aber leider nicht, welchen Hafen die meinen. Ich gehe mal davon aus, dass sie den meinen. Ich hoffe es einfach mal. Eigentlich irgendwo auch ein Ding. Da unten. Oder meinen die bei sich auf 8 Skellig den Hafen?
Ja. Wir gucken mal. Können wir. Ja, siehste. Sag ich doch. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Vic zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Vielleicht hätte ich allein lossegeln sollen, wie Ceres. Alle werden es als großen Sieg ansehen. Bereust du deine Fahrt? Bereust du es, dass du zu dieser Expedition aufgebrochen bist? Warum denn? Der Riese ist tot. Und die Bewohner von Undvik können nach Hause zurückkehren. Und Ceres? Ist sie schon wieder zurück? Ja, sie hat erledigt, was sie auf Speaker Rook machen wollte. Sie hat sich schon immer gern mit mir gemessen. Bisher habe immer ich gewonnen. Nun, ich sollte mich auf den Weg machen. Mach's gut, Geralt. Danke für deine Hilfe. Leb wohl, Ankret. Und Folan, hast du noch was zu sagen? Ja. Anscheinend ja nicht. Gut. Okay, also. Undvik ist damit gemeistert. Und wir brechen zurück nach Caer Trolde auf. Anwalt. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Hat Krach für mich eine Ausnahme gemacht? Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Komm, Krach wartet. Wie ist die Stimmung da drin? Ich bitte, Bier zu trinken. Ich dachte, hoppalärchen. Ruhig, zu ruhig. Wieso das? Es gibt aufs Kennige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Pass auf, wo du hintrittst. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprallerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Das war ja keine Glanzleistung. Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen. Sie ist so... so... stur, jähzornig, bockig. Weigert sich, auf irgendwen zu hören. Genau. Aham. Stimmt, Anwalt. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Dankeschön, mir hat einer's geblickt. Wo ist denn Krach? Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Okay. Waldschrat, das ist... Was soll das sein? Ach, ich liebe Wikingerfeste. Hat schon was Schönes. Hallo Birna, gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Zwanerige bullt nicht um Unterstützer.
Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn feilscht nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Eurer. Mhm. Hast du eine bestimmte Familie im Sinn? Ich nehme an, dir schwebt eine bestimmte Familie vor. Natürlich. Bran war der beste König, den Skellige seit Jahrhunderten gesehen hat. Der Thron sollte an Svanrik gehen, seinen rechtmäßigen Sohn, und dann an dessen Söhne. Was ist denn falsch daran, den König zu wählen? Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Du verlässt Kertrolde also? Du verlässt Kertrolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Dreckige Schlampe, ey, wirklich. Unglaublich. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandbälle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinen Kellern. Doppelmet, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Ich schätze, es gibt ein verborgenes Motiv für diese Gastfreundschaft. Irgendwas sagt mir, dass diese Gastfreundschaft einen Grund hat. Ja, das stimmt. Auf den Inseln sind Bankette so viel wert wie Taten mit dem Schwert in der Hand. Wenn das so ist, kannst du dich ja entspannen, was das Abstimmungsergebnis angeht. Ich entspanne mich morgen, wenn eines meiner Kinder die Krone trägt. Du hast mit Birna geredet. Worüber denn? Ich sah dich mit Birna reden. Worum ging's denn? Politik. Was anderes interessiert sie schließlich nicht. Sie wollte mich überzeugen, dass wir Brans Andenken ehren müssen. Und dass sich deswegen meine Kinder aus dem Rennen um die Krone nehmen und Svanrik unterstützen soll. Warum nur glaube ich, dass du sie hast auflaufen lassen? Das ist noch freundlich formuliert. Ich habe sie rausgeworfen. Ich will nicht ungeduldig wirken, aber ich habe Angst, dass ich das danach nicht mehr machen kann. Aber das ist halt ziemlich, ziemlich böse und interessant. Fühlst du dich zwischen Chalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Ja, das... Sorry, aber ich glaube, meine Entscheidung habe ich schon getroffen, falls ich entscheiden muss. Ich finde Chalmar viel zu hitzköpfig. Mal unter uns. Ist Chalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Chalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das für und wieder ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Das persönlich... Ich war gerade ganz kurz am Denken, weil... weiß ich nicht, aber das hat mir doch... Doch, also auf jeden Fall...
Ja. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Oh nein. Verdammt. Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Gehen wir. Oh nein. Ich will gerade die Folge beenden. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich wollte gerade spannend die Folge beenden. Verdammt. Alter, Junge, jetzt. Auf dich! Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel. Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halbjörn! Er ist tot. Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn. Das lasse ich nicht zu. Dann komm her. Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Scheiße. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ich helfe auf jeden Fall, Ceres. Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden.
Was ist denn vor dem Massaker passiert? Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren: Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Und wer ist alles gestorben? Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Chalma und Svanrik. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Na dann. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Ach du Scheiße, Mann. Reiß dich zusammen, Sinner. Wie sind sie reingekommen? Ich weiß es nicht. Okay. Aber ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vergesst nicht, den Abonnier-Button zu zerfetzen, so wie die Bären diese Meute hier zerrissen haben. Und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Bis dahin, haut rein, tschö bitte und gehabt euch wohl. Moment.